Ja, und willkommen zurück bei Anno. So, dann wollen wir mal die 10.000 Credits ausgeben. Transfer aller Tech-Baupläne abgeschlossen. Sehr schön. So. Das bedeutet, wir werden uns jetzt hier oben diese Insel krallen. Trimaran fertiggestellt. Und wir haben einen Untersuchung. Tauchroutinen werden geladen. Sie machen das doch nur, um mich zu provozieren. Ja, mein Freund. Genau deswegen mache ich es. Ja, ich denke, wir werden die Bevölkerung hier irgendwie ansiedeln. Kriegen wir hier eigentlich noch was unter? Wir würden hier sogar noch was unterkriegen. Wir hätten zwei frei. Weil wir brauchen noch Hartweizen. Das wird noch ein bisschen kritisch. Vielleicht machen wir das hier. Dann müssen wir aber hier die Ökobilanz halt auch irgendwie runterdrücken. Aber ich glaube, es gibt noch ein ganz großes Gebäude, was die Ökobilanz sehr, sehr, sehr stark nach unten setzt. So. Das ist jetzt dann only für die SSAT. Wir haben uns diese Insel sozusagen gesichert. Klar, könnte der Gegner hier noch ran. Aber ich glaube, der geht nicht ran, wenn man schon auf der Insel ist. Also ich hatte das zumindest noch nicht. Wenn, würde das eh den ultimativen, tödlichen und vernichtenden Krieg bedeuten. Für den Kerl. Und da hat er natürlich voll viel Angst. Werden Sie garantiert voranbringen. Ich muss mich dann wieder organisatorischen Dingen. Alle SAAT-Technologien. Das, also... Sie können ihn jederzeit... Ja, der fällt mir hier halt auch dauernd ins Wort rein, ne? Weil ich ihn halt auch anklicken musste. Das würde natürlich den ultimativen Krieg mit denen herausprovozieren, wenn die auf einer unserer Inseln landen würden, aber darüber lachen die nur müde. So, der Trimaran, wo ist er denn? Ihr Auftrag? Er ist noch nicht da. So viel steht schon mal fest. Ankert jetzt aber auch nicht irgendwo vor irgendeiner Ortschaft, wo ich es nicht sehe. Oder nicht gerade drauf komme. So, Kupfer sieht gut aus, das sieht gut aus. Also wir können auf alle Fälle wesentlich mehr Kommunikatoren noch bauen. Mikrochips, wie saßen da jetzt gerade aus? Da muss ich doch gucken nach den Mikrochips. Mikrochips machen wir noch einigermaßen plus. Also bauen wir nochmal einen Mikrochip und... Sicher ist sicher, nicht dass ich... Irgendwie... Ich habe das Gebäude falsch umgebaut, ne? Ja, gut. Müssen wir halt die Karte, wenn wir hier oben sind, einmal so drehen und einmal so drehen. So. Ach, die schnelleren Straßen könnte ich natürlich auch bauen. Dann sind diese Fahrzeuge alle schneller unterwegs. Das bringt sehr viel. Die Straße machen wir daraus dann weiter, wenn wir das Gebäude aufgebaut haben. Für die Kommunikatoren. Man sollte natürlich dann auch dafür sorgen, dass man immer genügend der Waren da haben. Ansonsten, ja, sinkt natürlich die Moral der Leute relativ schnell. So. Ist mein Trimaran da? Oh, wo ist denn das Ding? Erwarte Ihren Befehl. Ach halt, ich Trimaran muss es... Trimaran steht bereit. Ja. Übertrag. Trimaran steht bereit. Sehr schön. Ich Übertrage muss... Kommandoprotokoll. Ja, ist ja sehr schön. Genau, muss man ja auch erst noch kaufen. 5000. Das Schiff kostet 3000. Was kann ich für Sie tun? Die Blue Star. Ja, die ganze Zeit konnte man ja maximal bis so ran. Jetzt können wir... Na gut, man konnte maximal bis so ran. Jetzt können wir... So ran. Ah, ist das nicht schön? Und hier unten ist dann auch immer eine andere Musik. Und das gefällt mir sehr gut. Ah, tiefer können wir nicht. Wobei, Musik war da auch gerade keine. So. Dann lassen wir das einfach mal tauchen. Kamera wieder richtig hindrehen, bitte schön. Verzeichne Inbesitznahme einer Insel. Wo? Die da! Halleluja! Jetzt bin ich aber echt heilfroh, dass wir uns die da oben gekrallt haben. Das ist echt wichtig immer, dass man sowas irgendwie macht. Vor allem, wenn man dann so viele Leute haben, die auf Inseln springen. Und worauf man auch schauen sollte, aber 9000, das ist okay. Was denn die einzelnen Ressourcen dann hier machen? Nicht, dass man da irgendwo mal in Problemen gerät. Wenn hier mal das weg ist, hier sieht man es ja dann
nicht. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Okay, dann muss man halt so gucken. Ja, das langt auch noch. Ich glaube, es kommt noch eine Meldung, so kritischer Wert ist erreicht. Laut der. So, das Schiff fährt jetzt hier unten schön entlang und findet dann hoffentlich auch eine schöne große Unterwasserinsel hier in diesem Bereich. Neuere Kriegsschiffe dürften wir jetzt wahrscheinlich auch schon bauen. Da gucken wir auch mal kurz nach. Ja, die Viper, die ist richtig, richtig nice. Die nutzt uns hier unten nichts, aber da wird hier oben auch noch ein Hafen aufgebaut. Eben um die Kriegsflotte dann, die Kriegsmaschinerie zum Laufen zu bekommen. Jetzt brauchen wir... Oh. Sorry, bin in Eile. Ein paar dringende Angelegenheiten, die ich für das Spirit-Programm erledigen muss. Es gibt Technologien, da kann man solche Schiffe dann entern, ohne Krieg auszulösen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass sich durch Mass Effect Böse irgendwie auch so mehr oder minder auf die böse Schiene gerate bei Spielen? Immer mehr? Fällt mir so auf. Früher lieb, nett und dann, ja, höfliche Kabu, mittlerweile so der, ich könnte das angreifen. Ich werde es angreifen. Yeah. So. Definitiv, das setzen wir jetzt. So wird mir das auch nichts bringen. Aber hier kommen natürlich obendran noch Gebäude hin. Aber wieder mal das Holzproblem. So. Und er hat hier nichts gefunden? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht sogar. So, lieber Kompass, komm mal her. Ach, guck mal, da dümpelt der noch rum. So, jetzt will ich ja mal gespannt sein. Aktiviere! Und die Rakete ist verschwunden. Ah, es geht runter. Haben wir hier einen Timer? Nein. Das bedeutet, die Umweltbilanz steigt. Sehr schön. So. Ja, Wahnsinn. Da haben wir ja wirklich viel Holz bekommen. Das bedeutet, wir sollten da drüben vielleicht noch eine Holzfabrik aufbauen. Ja, oder hier, ne? Je nachdem. Das könnte sich ja hier so oder so vielleicht zwei ausgehen. Zwei Sägewerke. So. Ich will ja mal schön immer Nachhaltigkeit abbauen. Wie sieht es mit den Waren aus? Sehr gut, also wir können hier die Bevölkerung dann auch schön mit der Zeit wachsen lassen. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt haben wir genügend davon. Das bedeutet, schnell agieren. Und ich frage mich gerade, ja, supi. Also da werden wir im Laufe der Zeit Probleme bekommen. Also ich baue solche Gebäude lieben gerne erst immer auf, wenn es dann heißt, wir haben einen Notfall. Man kann sie natürlich auch vorher aufbauen, ist ganz klar. Aber warum unnötig Credits zum Fenster rauswerfen? Sehr schön. Es läuft. Und er hat immer noch nichts gefunden. Komm, fahr einmal hier rum. Weil wir brauchen für die SSAT auf alle Fälle... Was fehlt hier oben eigentlich an Dings? Kaffee. Okay. Lokalisiere Insel. Sehr schön. Da haben wir eine Unterwasserinsel. Ah, gut, das ist mickrig. Das ist mickrig. Ja, das ist nix. Das ist nix. Das will ich nicht. Was gibt's denn hier auf dieser Insel? Platin ist neu dazugekommen. Okay. Wir haben hier Verbauzellen. Das ist Öl. Nochmal ein Black Smoker, sehr schön, aber das ist halt nicht das, was ich gerne möchte. So, wir müssen natürlich aufpassen. Er kann auch U-Boote angreifen. Sollen wir deine Kähne entführen? Ah, nee. Oder doch lieber gleich versenken? Also hier sieht man, das erste ist immer Flugeinheiten, das zweite sind Schiffe und Gebäude und das sind dann, das letzte sind dann die U-Boote und der Trimaran. Tja, der kann halt nichts angreifen, hat aber dafür hier noch zwei Sockelplätze. Und hat eine EMP, was auch nicht verkehrt ist. Ja, 5 Minuten Cooldown ist okay. Das ist doch schon mal sehr formidabel. So, wir brauchen auf alle Fälle... Werkzeuge. Ich nehme hier auch mal Holz mit.
Hätte ich ja von Anfang an eigentlich schon mal machen können. So. Ah, und der blinkende Pfeil, genau. Das sind immer nette Aufträge für die eigenen Leute, bringen meistens irgendwelche Sachen, die man gut brauchen könnte. In 95% der Fälle Pasta-Gerichte. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Unterstützt du uns? Ja, mache ich doch gerne. So, er will also, dass wir Schiffbrücke hier holen. Das ist sehr gut. Da kriegen wir Carbon. Carbon brauchen wir für die SSAT. Und genau das ist, was ich meinte. Sobald man eigentlich diese Gebäude bauen kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis solche Sachen hier aufblinken. Sehr gut, dass wir uns... Alle Systeme bereit. Was kann das mache ich auch tun? Mal. Pasta-Gerichte, Carbon. War das jetzt mit normal, Erfolgschance normal? Man könnte das jetzt natürlich erhöhen mit Pasta-Gerichten. Nein, du solltest es da reinpacken. So, und das aktivieren wir. Das Schiff haut jetzt ab. Sehr schön. Nein, nein, oh! Das ist so blöde, dass das jetzt natürlich so in der Nähe ist, weil das irritiert. Ich gucke hier immer auf den Pfeil. Ist natürlich so nicht geplant. So, jetzt fahr da mal ran hier. Komm schon, ein bisschen schneller. Oh, ich will endlich die großen Schiffe haben, ey. Der Geschwindigkeitsverlust ist ja ätzend. So. Dann bauen wir mal ein Krankenhaus, weil die Krankheit breitet sich natürlich auch weiter aus. Wer hätte es gedacht? So, sehr schön, dann kriegen wir da hinten noch eine Feuerwache. Expeditionsfahrzeug verlässt Radarbereich. Ja, der fährt jetzt also raus aus dem Kasten. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Kabu will minus 25%. Das ist natürlich so nicht der Fahrplan. Aber dieses Gebäude macht ja... das Gebäude hier war es doch. Plus 15. Ist jetzt nicht so das Ultimative. Kriegen sie auch gut rein. Sehr schön. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So, rein theoretisch könnte man noch ein zweites bauen. Weil bei den Ökos ist es ja so, dass die eigentlich drauf stehen. So, was ist bei Fisch fehlt? Ja, ich glaub's ja gar nicht. Ja, danach sollte man halt immer wieder mal gucken. So, wir bauen einfach noch zwei Stück auf. So, er will, dass wir jetzt die Schiffbrüchigen retten. Die sind da. Machen wir doch auch glatt. Hier oben, der hat immer noch nichts entdeckt. Ja, sag mal. Eine einzige Unterwasserinsel. Ich glaub's ja gar nicht. Neue Insel geortet. Ja, man muss sich nur beschweren, ne? Und dann findet man sowas. So, wie sieht denn die Insel aus? Vom Platz her ist es okay. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Ein einziges Ölfeld. Okay. Ist mal soweit... annehmbar. Schwammkultur. Was ist denn das schon wieder? Neue Insel geortet. Oh. So. Aha. Bauzellen. Ah, hier kann ich dann Geothermalkraftwerk aufbauen. Boah, die Insel ist doch seins. Sehr interessant, sehr schön. Also, lieber Trimaran, tauch auf, komm an Land. Dann holen wir uns hier unten schon mal die Unterwasserinsel. Die sichern wir uns auf jeden Fall, weil das ist sehr gut. Dann kriegen wir auch da das neue Gebäude unter. Das freut mich doch sehr. So. Dann schaue ich gleich nochmal bei meinen Leuten vorbei. Wie sieht's aus? Beim Rest zumindest. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Tee ist auch am sinken. Aber ich glaube, Tee konnten wir hier nicht anbauen. Nein, leider nicht. Müssen wir hier bleiben. Okay, gab es hier nicht... Genau, da gab es doch da oben die Stelle. Ja, speicher jetzt. Komm,
Ich hab's kapiert. Spiel gespeichert. Man muss nur mal schimpfen mit dem Spiel und schon klappt das Ganze. So, wir bauen auch hier mal die schnelleren Straßen. Alle sind schon ganz neugierig. Wie ist's gelaufen? Danke. Sehr gut. Das macht einiges leichter für uns. Ja. Du meinst, jetzt habt ihr Platz in den Särgen für die Leute, die ich nicht gerettet habe, weil ich sie auf dem Weg hierher zu Tode gefoltert habe. Mit irgendwelcher blöden Musik, wo keiner hören möchte. Das finde ich ja immer wieder so toll. Ich nehme ja selber als einen Arbeitskollegen mit. Wie sehr sie sich doch als aufregen an Musik. Also ich meine, ich höre jetzt nicht so extrem schlimme Musik. Im Gegenteil. Eher etwas, was heißt normalere? Trance House. Das kann der überhaupt nicht abhören. Was da geschimpft wird. Wo ich mich dann frage, wenn ich jetzt so Beifahrer bin oder auf Fahrhilfe angewiesen, soll ich dann wirklich die ganze Zeit so schimpfen oder dann sagen, okay, Gott, der nimmt mich mit. Ich bin da mal eher etwas ruhig und lasse das einfach mal so über mich ergehen. Schlimm, finde ich. Trimaran, du solltest da runterfahren, ne? Ja, auftauchen alleine und dann dorthin fahren, doch, geht schon. Man muss es halt nur geschickt klicken. So, was war hier jetzt eigentlich? Ach, der Uran. Ja, das machen wir ja noch. Sehr schön. Was ich ja die ganze Zeit gar nicht gezeigt habe, ich glaube, ne, es blinkt immer noch wie verrückt, genau, die Tags. Ja, hier sieht man dann einfach relativ einfache Gebäude, was die da haben. Hier das Airfield. Da kommt man eigentlich relativ schnell ran. U-Boote, auch sehr schön. Werden wir dann auch alles hier aufbauen. Das Forschungslabor, das ist sehr wichtig. Das ist sehr gut. Oh, was? Ziergebäude für die Tags. Ist ja mal interessant. Okay. Auch schnellere Straßen bei denen. Aha. Unterwassertechnologie, Gebäude 1. Interessant, das ist neu bei denen. Unterwasserenergie. Okay, das ist auch neu bei denen. Und zeigt alle Unterwassergebäude, die der Verteidigung dienen. Das ist auch neu. Also nicht, dass sie das... Das hatten sie zwar schon alle. Immer. Also hier die Unterwassergebäude, auch das Gezeitenkraftwerk und hier die Produktion für die Nahrung. Ich glaube, das ist das Essen. Funktionelles Essen, ja, genau. Ansonsten sind es ja eher so Energy Drinks, Junkies, Koffein mit Zucker. Das ist ja schnell in die Blutbahn gerät. Alles ist im Schuss, die Gott. Mannschaft auf Zack. Ah. So muss das sein. Ja, ja, ich will meinen Lieblingsspruch. Ah, bringt da nicht, okay. Das nächste Schiff? Erst aus. Nein. Du wolltest... Oh, boah, die Dinger sind so schnell. Egal. Hier ist noch ein Schiff. Eine Erkundungsmission, ja. Irgendwie macht er da einen Doppelklick, ich weiß auch nicht warum. Wozu komme ich überhaupt her, wenn es dich nicht interessiert? Tja, was weiß ich. Ja, mit ihm sollte man handeln. Er wird ziemlich schnell stinkig. Okay, wir brauchen... Werkzeuge, wir brauchen Bauzellen, wir brauchen das Carbon von unten. Sand machen wir hier, glaube ich, viel zu viel, ne? Ja, ich lasse es mal. Expedition erfolgreich vorerst abgeschlossen. Oh, sehr schön, das schauen wir uns dann auch noch gleich an. So, was habe ich gesagt? Werkzeuge nehmen wir uns 20 Tonnen mit. Bauzellen machen wir uns randvoll. Carbon ist unten. So. Dann bauen wir uns hier oben. Ich bleibe jetzt hier erstmal bei denen. Ich mache erstmal hier die Ökos einigermaßen fertig. Das war eigentlich schon wieder... Ne, das war das Richtige. Ich will aber so einen richtig geilen Hafenstützpunkt irgendwo haben. Das bedeutet, wir brauchen erstmal einen Grundhafen, ein Hafengebäude. Setzen wir uns hier hin. Ein Reparaturdeck brauchen wir. Kran, dreh dich. Den machen wir auch. Energieversorgung mittig. Mangelhaft. Mittig.
Den Hafen, kann ich den daran ansetzen? Sehr schön. Dann machen wir den SSAT-Hafen dorthin. Und Energie machen wir jetzt dahin. So. Stimmt, den Energietransfer, das muss ich auch noch gucken, wie das geht. Naja. Jetzt meint das Schiff hier gerade noch mit. Das Schiff hat natürlich keine... Habe ich alle Werkzeuge gerade verbaut? Ist ja nicht wahr. Okay, dann machen wir das ganz anders. Kommunikation, wir bestellen uns hier unten einfach nochmals. Soll ich die Warenlieferung jetzt initiieren? Nee, also für 10.000 hole ich mir da keine neuen Waren. Das Carbon lade ich jetzt hier noch ein. Da muss man hier auf SSAT gehen. Dann kriegt man das Ganze. Das Schiff wird schon mal doch dort oben geschickt. Das war's dann auch schon für diesen Part und für diese Aufnahmesession. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Baba.